Und hier kommen wir zum, ja, zum Berauschungsritual. Man wird ziemlich dicht und das waren ursprünglich Drogenrituale. Und selbst mir als ehemaliger Kettenraucher ist das jetzt ein bisschen zu krass. Aber Japaner sind da ziemlich abgehärtet. Ja, genau. Hier oben sind Malereien buddhistischen Stils. Ich kann das Alter jetzt nicht genau festlegen, aber es sieht nicht typisch japanisch aus. Da drinnen sind ein paar Leute, die eine sehr exklusive Position haben. Aber wahrscheinlich haben die auch einfach mehr Geld. Als Konkurrenz zum Tempel gibt es auch noch einen Shinja. Der ist praktisch direkt um die Ecke und da gehen wir jetzt hin. Und haben gesagt, hey, was ist denn mit dem traditionellen japanischen Shinto? Ist doch auch wichtig. Und deswegen mussten überall an wichtigen Tempeln nochmal Konkurrenz-Shinja errichtet werden. Und da gehen wir jetzt mal hin. Da ist der Shinja. Und wir können jetzt mal kurz vergleichen. Shinja, Otela. Nun, beim Shinja sind nicht so viele Leute. Der ist nicht so beliebt. Buddhismus bringt Glück. Bringt Glück im Tod, im Jenseits. Das ist wichtig. Aber der Shinto hat so das Makel, dass es kein Paradies gibt. Im eigentlichen Shinto gibt es kein Leben im Jenseits. Was findest du jetzt gerade wieder interessant? Das ist geil. Sind wir ein paar, ja, Bassgeidos, die haben... Die gibt es in Deutschland nicht, in Japan schon. Es gibt zahlreiche Jungs, die sich davon irgendwie auf, die das irgendwie attraktiv finden. In Japan stehen sehr viele Jungs auf Uniformen jeglicher Art. Wir wissen nicht genau, wie das zustande kommt. Das liegt wahrscheinlich im Reich der Psychologie. Im Buddhismus gibt es total viele Regeln. Man darf keine Tiere essen, man darf Lebewesen töten, darf man nicht. Und eigentlich darf man auch keine Pflanzen schneiden. Es wird aber irgendwann ziemlich schwierig. Vor allem, wie soll man überleben, ohne Pflanzen zu schneiden? Ich meine, letztendlich muss man wenigstens Pflanzen essen, wenn man schon keine Tiere essen darf. Aber das kann man ja die einfachen Leute machen. Die Bauern, die kommen in die Hölle und die Mönche, die essen die Pflanzen, weil sie haben sie ja nicht geschnitten. Und was gibt es noch? Ja, in Tibet ist es sogar teilweise so gewesen, dass Mönche auch Fleisch essen konnten, weil sie haben sie ja nicht getötet. Die Bauern kamen ja in die Hölle, weil die haben ja die Tiere für sie getötet. Sie haben sie ja nur gegessen. So. Ja, wieder dieses Wasserritual. Sehr typisch japanisch. Und diese Aufkleber. Man könnte es vielleicht für Graffiti halten oder für Street Art. Aber nein, es ist was Religiöses und ja. So, der Shinja selbst ist nicht so spektakulär. Es gibt halt wieder diese zwei Löwen. Einer mit einem offenen Mund und einer mit einem geschlossenen Mund. Wir vermuten, er hat sich die Zähne geputzt und er will da doch eher etwas verbergen. Also einen Krieger. Wir kennen jetzt nicht die genaue Bedeutung. Hier steht lediglich Do not enter. Früher wurden diese Shinjas von mystischen, also Orakeln geführt. Meistens Frauen, die sich bedruckt haben und dann herumgehüpft sind. Später durch den Einfluss des Konfuzianismus wurden die Frauen dann auf Nebenrollen zurückgedrängt, weil im Konfuzianismus dürfen Frauen ja praktisch keine Macht übernehmen. Hier zum Beispiel muss die Schreinwächterin ja, irgendwelche Leute fotografieren. Das heißt aber früher ein
Ja, es war in den 60ern ein großes Amüsierviertel. Sozusagen das Amüsierviertel schlechthin in Tokio. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Inzwischen ist das ein bisschen tot und die meisten Leute gehen nach Shibuya oder sonst wohin. Oder nach Ebisu. Ebisu ist auch nett. Aber eben nicht mehr hierhin. Und warum war es ein Amüsierviertel? Es war, alle japanischen Amüsierviertel sind ursprünglich Rotlichtbezirke gewesen. Ja, das sagt doch viel aus über das Amüsieren, weil die Leute, die das Geld hatten, die haben sich amüsiert. Mit anderen Worten, in einer patriarchalischen Gesellschaft amüsieren sich nur die Männer und die Frauen trinken zum Beispiel keinen Alkohol. Bis heute ist es sehr, ist Alkohol trinken und Bier trinken unter Frauen nicht gerade weit verbreitet. Japan hat es in Sachen Gleichberechtigung von Frauen nicht wirklich weit gebracht. I know her, used to fall.